Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Food Hacks Video. Ich habe schon lange keins mehr gemacht, obwohl Essen eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Zur Feier des Tages habe ich zwei coole Sachen für euch. Einmal eine Daumen hoch Challenge wieder, denn ihr habt sie jedes Mal geschafft, was ich echt mega cool fand. Und wenn wir auf dieses Video 20.000 Daumen hoch schaffen würden, wäre das klasse. Ich bin mir sicher, ihr schafft es auch wieder. Natürlich nur, wenn euch das Video gefällt. Und als zweites habe ich eine coole Verlosung für euch. Passend zu diesem Video habe ich ein sehr fruchtiges Set für euch. Und zwar habe ich ein sehr schönes, hochwertiges Set von Kosmetikprodukten, die alle was mit Essen zu tun haben. Ich habe Tony Moly Hautpflegesachen, die aussehen wie Essen. Ich habe Masken, die nach Kirsche riechen. Bananenshampoo, denn ich liebe Bananen, von The Body Shop. Und ich habe ein hochwertiges Müsli von Fitvia hier drin. Eine Riesenpackung und die schmecken super lecker. Ihr könnt dieses schöne Set gewinnen, indem ihr natürlich Abonnent meines Kanals seid und die Glocke aktiviert habt. Durch die Glocke werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade und das klappt manchmal mit der Abo-Box nicht so ganz. Deswegen schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses Video und am Schluss macht ihr einfach Hashtag Glocke aktiv. Das ist alles, was ihr tun müsst. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dieses T-Shirt ist aus meiner eigenen Kollektion. Da sind auch fast alle Teile ziemlich gut reduziert. Also falls ihr Lust habt, schaut da gerne vorbei. Ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und die nächste Kollektion wird dann in kurzer Zeit kommen. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ganz viel Spaß! Etwas, was mich beim Einkaufen immer stört, sind diese Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung. Ich habe mich mal umgesehen, was es da für Alternativen gibt. Und da gibt es diese wiederverwertbaren, umweltfreundlichen Netze. Die könnt ihr kaufen bei Amazon, die verlinke ich euch auch gerne unten im Set. Und dann nehmt ihr die einfach zum nächsten Einkauf mit. Macht da ganz normal euer Obst und Gemüse jeweils rein, wie ihr es auch mit den Plastiktüten machen würdet. Und die könnt ihr auch waschen, wenn sie mal dann dreckig sind. So, finde ich, hat man kein schlechtes Gewissen mehr beim Einkaufen und tut auch noch was Gutes für die Umwelt. Gibt es was Besseres, als in den Kühlschrank zu schauen, nach Essen zu suchen und zu sehen, man hat noch Reste vom Vortag, die man nur noch in die Mikrowelle machen muss? Das kleine Problem ist dann aber, wenn man das für mehr als eine Person macht, muss man immer warten, bis das eine warm ist und so weiter, denn zwei Teller passen in die normalen Mikrowellen nicht rein und wenn man es versucht, gibt das immer sowas Komisches, was sich dann nicht mehr bewegt. Die Lösung dazu ist, eine Tasse reinzustellen. Ihr stellt einfach den ersten Teller rein und den zweiten dann oben drauf. Achtet natürlich darauf, dass es stabil ist und dass sich der Teller trotzdem noch dreht in der Mikrowelle, damit das ja nicht umkippt. Aber das funktioniert sehr, sehr gut und ihr könnt beides gleichzeitig aufwärmen. Preisfrage, was fehlt auf diesem Obstteller? Ja, natürlich Schokolade. Ich bin nämlich eine Naschkatze und selbst bei Obst brauche ich so ein bisschen was Süßes dazu. Was ihr da machen könnt, ist selber Schokoraspeln zu machen und zwar mit einem Schäler. Damit fahrt ihr einfach über den Block Schokolade und schon habt ihr so schöne kleine Schokoraspeln. Da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, das ist einfach nur so ein bisschen schokoladiger Touch da drauf, der das Ganze nochmal viel ansprechender macht. Aber natürlich gerade bei dunkler Schokolade ist das wirklich dann keine Sünde oder so. Und wenn ihr dann drüber gefahren seid, könnt ihr dann euer Dessert, euer Obstteller, euer Eis zum Beispiel sehr schön damit nochmal verzieren und verfeinern. Dazu eignet sich das ganz gut und ich finde, das sieht schon sehr viel leckerer aus, oder? Was meint ihr? Und wie schon gesagt, ich bin eine absolute Naschkatze und deswegen liebe ich auch Kekse, aber ich esse fast nie Kekse, ohne sie irgendwo reinzutunken. Am liebsten in meinen Kaffee oder Tee dann rein. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch macht und ob ihr das lieber in Kaffee oder Tee tut. Ja, was dann aber nicht so toll ist, man kann hier den ganzen Keks reintunken oder man muss dann mit den Fingern rein, das wollen wir ja nicht so gerne. Da könnt ihr einfach eine Gabel nehmen, steckt die Gabel einfach in die Füllung des Kekses und schon habt ihr ein professionelles Kekse-Tunkgerät. So könnt ihr den ganzen Keks dann hineintunken, ohne dass euch die Finger schmutzig werden, ohne dass er auch auseinanderfällt und ihr könnt das dann mit der Gabel genießen. Probiert's mal aus, für mich ist es absolut die Offenbarung ab jetzt, wenn ich mal wieder Kekse nasche. Chips. Gibt es eigentlich einen besseren Fernsehsnack? Ich glaube nicht. Das Einzige ist, man isst und isst und merkt nicht, wie die Packung fast leer ist. Und gerade bei diesen Dosen ist es schwierig, dann unten ranzukommen, ohne dass die Hände schmutzig werden. Da gibt es einen super einfachen Hack. Und zwar nehmt ihr einfach ein Stück Papier und schiebt das an den Rand bis nach hinten in die Chipsbox rein. Und dann könnt ihr das Papier rausziehen und ihr zieht die Chips mit raus. Also wirklich, einfacher geht's nicht. Es ist effektiv. Und ihr könnt dann nochmal alles aus eurer Chipspackung rausholen, im wahrsten Sinne des Wortes und genießt weiter eure leckeren Chips. Kommen wir zum ersten cleveren Gadget des Videos und zwar liebe ich Avocado zum Beispiel im Salat oder auf Toast oder
als Guacamole-Dip und da kommen die Chips wieder zum Einsatz. Wenn ihr also öfters so wie ich Avocado zubereitet, kann sich dieses Teil lohnen und zwar ist das so ein sorglos Rundumgerät für die Avocado. Damit könnt ihr sie aufschneiden, aber klar, dafür gibt es auch Messer. Was ich am coolsten finde, da ist extra so ein Teil drin für den Kern, weil den rauszukriegen ist immer ein bisschen nervig. Den steckt ihr quasi direkt in den Kern rein und dann könnt ihr das damit rausziehen ohne Probleme. Und mit dieser geriffelten Seite könnt ihr dann das Fruchtfleisch rausmachen und habt auch gleichzeitig diese Streifen dann von der Avocado und könnt das direkt auf euer Essen geben. Und das Teil, wie alle anderen Helferlein aus der Küche, sind natürlich für euch in der Infobox verlinkt. Ich finde Mangos super lecker, aber die zu schälen ist immer ein Krampf, weil die so glitschig sind und irgendwie rutscht man immer ab. Da gibt es viele Hacks. Ich habe jetzt neu den mit dem Glas entdeckt. Und zwar werdet ihr einfach an der Seite von der Mango das Fruchtfleisch abschneiden, also am Kern vorbei. Und dann nehmt ihr euch die Seite und macht schon mal so einen kleinen Schnitt rein. Das ist einfach nur als Hilfe. Und wir schälen jetzt mit dem Glas die Mango. So wie ihr es hier seht, also so am Rand. Ich habe es mir unnötig schwer gemacht, weil meine Mango alles andere als reif genug war. Also wenn sie reif genug ist, dann geht das viel, viel einfacher, als ihr es hier seht. Aber mit ein bisschen Nachdruck hat auch das geklappt. Dann, wenn man so am Schnibbeln ist von Obst und Gemüse, dann fällt immer dieser ganze Müll an, die ganzen Schalen und Stücke und dann muss man jedes Mal das Zeug nehmen und zum Mülleimer gehen, damit es halt nicht so blöd aussieht. Da habe ich jetzt das hier entdeckt und zwar ist das so eine Auffangwange extra dafür. Die könnt ihr in eure Küchenschublade reinhängen, da ist auch nochmal so ein Schaber dabei und da kommen dann immer die Reste rein. Eure Fläche ist wieder frei oder eben euer Brett und dann könnt ihr gerade weitermachen, müsst nicht wegen jedem Krümelchen dann zum Mülleimer gehen und wartet einfach, bis das Ganze voll ist und bringt es in einem Zug weg. Ich finde es praktisch und es spart Zeit. Dann habe ich das hier für mich entdeckt und zwar eine Zitronenpresse. Was ich bei der toll finde, ist, dass sie verschiedene Größen auch aufnimmt. Das heißt, ihr könnt Orangen und Zitronen damit pressen. Wenn ihr euch zum Beispiel eine heiße Zitrone macht, dann müsst ihr euch nicht mehr abmühen, das per Hand zu machen, denn das ist effektiver. Und weiterer Vorteil, diese blöden Kerne kommen dann nicht mit rein. Ihr kriegt einfach den Saft mit wenig Aufwand. Und wenn ihr eine größere Zitrone habt oder eine Orange, habt ihr eben das Gleiche dafür. Ich finde das Teil sehr praktisch. Es sind manchmal einfach die kleinen Dinge im Leben, die mir eine Freude machen. Ein weiterer Punkt, der immer sehr viel Müll verursacht in der Küche, ist Backpapier. Ich finde, für jede Tiefkühlpizza und jede Pommes muss dann immer extra so ein Papier herhalten und dann schmeißt man es eh weg. Ich habe jetzt solche Backmatten gefunden. Das ist super praktisch, die sind nämlich jedes Mal wiederverwendbar und ofenfest. Erstens mal sehen sie super süß aus, finde ich, die zwei. Und zweitens habt ihr da auch noch so Vorgaben drauf, auch sehr praktisch, also Zentimeterangaben und so Durchmesser zum Backen. Denn ihr könnt direkt eure Sachen da drauf auch vorbereiten, das finde ich auch sehr praktisch. Die ist nämlich so rutschfest und eben nicht klebrig. Da könnt ihr dann alles drauf zubereiten, direkt in den Ofen schieben, sauber machen und wieder verwenden. Aber halt, stopp. Wenn ich euch hier den Mund schon so wässrig mache mit Pizza, das ist nämlich auch der nächste Hack. Und zwar, wenn ihr euch mal wieder Pizza selber macht, ich finde übrigens immer, selbstgemachte Pizza schmeckt irgendwie besser, ich weiß nicht, woran es liegt, es macht doch einfach Spaß. Dann folgendes, ich sollte auch immer dazu sagen, weil ich dann immer sehr viele Fragen kriege, wenn ich zum Beispiel so Käse zeige und ihr euch dann wundert und sagt, hey, ich dachte, du isst vegan, das ist natürlich veganer Käse, Leute, es gibt mittlerweile alles in veganer Form. Und zwar geht es auch um den Käse, wir machen uns nämlich eine eigene Cheesy Crust Pizza, genial, oder? Ihr gebt einfach die Tomatensauce nicht bis an den Rand und lasst ein bisschen Platz frei und dann gebt ihr euren Streukäse noch in den Rand rein und dann rollt ihr die Pizza zusammen. Je nachdem, wie viel Käse ihr da reinmacht und wie groß eure Pizza ist. Ich habe ein bisschen wenig genommen und außerdem ist meine Pizza auch sehr klein geraten. Aber, also selbst wenn dann der Käse nicht so rausfließt wie bei Pizza Hut in der Werbung, ist der Vorteil, ich mag zum Beispiel den Rand nie, weil er einfach so trocken ist und irgendwie nach nichts schmeckt. Und jetzt war der Rand so richtig schön saftig und hat dieses Aroma einfach von dem Käse gehabt. Und deswegen, je nachdem wie käsig ihr es haben möchtet, mehr oder weniger, auf jeden Fall liebe ich diesen Pizza-Hack. Was ich noch als Gadget in meiner Küche total liebe, sind diese Silikonförmchen zum Backen. Dass ich Rosen liebe, ist ja wirklich kein Geheimnis und da sind diese Formen natürlich perfekt für mich. Da könnt ihr wirklich das einfachste Rezept ever nehmen. Ich habe zum Beispiel so ein Mini-Google-Hupf-Rezept gegoogelt. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. Und ich habe noch Lebensmittelfarbe reingegeben, weil ich mir dachte, Rosenform, dann rosa oder rot wäre doch richtig hübsch. Und meine Idee war gut, denn schaut mal, wie schön der Teig aussieht. So ganz geklappt hat es trotzdem nicht, aber dazu kommen wir gleich. Ihr müsst die Förmchen ganz normal so ein bisschen einfetten,
wie immer, damit das dann nachher gut rausgeht, füllt die einfach mit Teig. Wie gesagt, ihr müsst dazu nicht Backskills haben, guckt einfach nach einem einfachen Rezept. Und so sehen sie fertig aus. Wie ihr seht, irgendwie hat es die Farbe verloren. Ich weiß nicht warum, Leute, ich bin keine professionelle Backfee. Deswegen zeige ich das ja alles so, wie es wirklich jeder kann. Aber es wäre schön gewesen, vielleicht weiß es einer von euch. Trotzdem finde ich, auch in der Farbe sehen die einfach toll aus und sind eine schöne Idee, vor allem zum Geburtstag oder so. Denn ich finde, das Auge isst ja bekanntlich mit. Und wir bleiben beim Thema Rosen, und zwar Erdbeerrosen zu machen. Das geht auch super einfach und sieht einfach nur cool aus, wenn ihr zum Beispiel Gäste habt. Und zwar spießt ihr die Erdbeeren einfach auf und dann schneidet ihr da jeweils so rein, wie ihr es hier seht. Nicht so hoch, denn es ist erst die erste Reihe Blüten. Und dann macht ihr das in der zweiten Reihe nochmal, am besten so versetzt. Und schon seid ihr fast fertig. Ihr müsst oben nur noch einmal reinschneiden. Dann klappt ihr alles nochmal ein bisschen um, damit das auch wirklich so absteht und aussieht eben wie eine Rose. Ich habe euch ja gesagt, dass es sehr einfach geht. Immer wenn ich solche coolen Sachen aus Essen sehe, denke ich immer, oh mein Gott, man muss so voll der Meister sein, um sowas zu können. Aber wie ihr seht, manches ist doch einfacher, als man denkt. Wenn ihr mal wieder eine Packung habt, die offen ist und ihr habt keinen Clip oder sonst was, um das zuzumachen, ist das ein bisschen nervig. Ja, da gibt es auch einen Hack dafür. Und zwar macht ihr erstmal die Packung glatt und dann rollt ihr die einmal ein, ungefähr so bis zum Inhalt. Dann klappt ihr einmal die Enden um mit dem Daumen. Also ich zeige euch das jetzt hier sehr langsam, aber glaubt mir, wenn ihr das einmal könnt, geht das super schnell. Also ihr klappt das einmal um mit dem Daumen. Und jetzt kommt der Mega-Packungs-Ninja-Hack. Und zwar, ihr stülpt das Ganze einmal um, ihr knickt es einmal zu euch und dann, wie ihr es hier seht, stülpt ihr die Ecken einmal rein und so habt ihr alles einmal umgedreht und die Packung hat aus sich selber einen Verschluss gemacht. Das Ganze ist dicht und hält sehr gut. Vielleicht müsst ihr es ein, zwei Mal üben, aber wenn man es einmal raus hat, dann hat man es raus. Beim nächsten Foodhack geht es um Erdbeeren, und zwar sind Erdbeeren nicht nur lecker, sondern auch gut für weißere Zähne. Dazu könnt ihr euch eine Erdbeere zermatschen und damit das Ganze nicht so seltsam ist, gebt ihr noch ein bisschen Zahnpasta dazu, dann habt ihr einfach noch mehr das Gefühl, ihr putzt euch einfach ganz normal die Zähne. Ja, und wenn ihr das vermischt habt, dann verwendet ihr das auch wie normale Zahnpasta. Übrigens ist der weitere Bonus, dass das Ganze sehr schön fruchtig schmeckt und eben ein bisschen nach Erdbeeren. Und Erdbeeren machen tatsächlich die Zähne weißer, macht das Ganze aber nur ab und zu, nicht jeden Tag bitte, sonst greift das den Zahnschmelz an. Aber es hilft. Das waren meine neuen Foodhacks für euch. Schreibt mir auf jeden Fall, wie gesagt, in die Kommentare etwas dazu. Und wenn ihr an der Verlosung mitmachen möchtet, Hashtag Glocke aktiv und aktiviert natürlich auch die Glocke. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.